Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin in der Zwischenzeit mal eben schnell wieder nach Hause gelaufen, habe einige Sachen in die Schränke geschmissen und ja, habe mir zwei neue Forges gecraftet, weil ich jetzt gerne schon mal mit der Produktion von Zement beginnen würde und das Lead einschmelzen möchte, damit ich mir daraus Shotgun-Muni machen kann. Muss ich mal kurz schauen. Lead Ingot Mold war eine höher als die Iron, genau. Und dann brauchen wir noch Zement Mold. Ich werde noch wesentlich mehr Steine brauchen, vor allem Gravel auch. Aber von Anfang reicht es erstmal, habe ich schon mal ein paar Inventarplätze frei und kann möglichst viel Baumaterial dann rüberbringen. So, hier kommt die Lead Mold rein. Zement-Mode, die Steine schon mal hinterher. Also Lead kommt hier. Ich hatte noch ein bisschen Lead da in der Truhe. Okay, 91, 44 Brennzeit. Das ist natürlich jetzt mal ein wenig übertrieben. Wollen wir das erstmal ein bisschen an. 6 Minuten 24, da reichen 3 Woodframes. So. Oh, Stein, nee, habe ich nicht. Hier sind noch ein paar davon. Okay. Schmeiße ich nochmal ganz fix. Sobald ich mir den Angriff draus gemacht habe, auch Schwein und Eier auf dem Grill. Ein Cooking Grill war es, genau. Dann habe ich Bacon and Eggs, habe auf jeden Fall was zu essen, was zu trinken, habe Baumaterialien, Munition mache ich mir jetzt auch noch. Und dann sollten wir eigentlich soweit durch sein. Ach, guck mal, da ist noch Wasser. Warum kann man den eigentlich nicht mehr tauschen? Das ist total dämlich. Das hat nicht funktioniert. So, Raw Pork und die. Ach, guck mal. Super. 21. Guck, klicke nicht vergessen. Alrighty. So, Wasser richtig, lasse ich ein bisschen was hier. Essen will ich auch ein bisschen was hier lassen. Cooking Pot da oben rein, alles klar. So, Eisen oben mit rein. Das werde ich ganz, 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 ganz nötig haben. Ich zeige euch auch gleich, warum. Okay. Kohle und Potassium kümmere ich mich gleich drum. Da habe ich sogar noch ein bisschen was. Und das passt ja jetzt auch total wie die Faust aufs Auge. Ach nee, gibt nur 5. Das könnte ich jetzt auch noch einschmelzen. Lasse ich aber erstmal auf Clay da rein. Da habe ich ordentlich Munition. Okay. Ich fange jetzt schon mal an, Rebar-Frames herzustellen. Die werde ich nachher brauchen. Ich lasse erstmal noch alles. Wundert euch bitte nicht über die Ordnung. Das ist gerade absolut katastrophal. Ich muss nur ein bisschen Platz machen irgendwie. Richtig sortiert wird später. Level brauche ich auch. Guck mal, das passt doch schon mal. Ich brauche nämlich Rebar-Frames, Wood-Frames und ja, das war es erstmal. Mein Plan ist, das Gebäude selber, also ich will so eine Art Turm bauen. So 7x7 sein. So ein Quadrat. Außenrum kommt ein Graben, der mindestens 3 breit ist und bis zum Stein runtergeht. Nicht bis zum Grundgestein, sondern diese 4-5 Erdschichten weg und bis auf den Stein runter. Und dann habe ich was ziemlich Cooles im Steam-Forum irgendwo gesehen, wo man dann unten so eine Art, die unterste Schicht, die auf Höhe der Woodlock-Spikes ist, lässt man jeweils immer einen Block frei. Und ich habe mir gedacht, ich mache da so eine Art Schießscharten rein, dass man von innen also an die Woodlock-Spikes drankommt, die reparieren kann. Und gleichzeitig die Zombies looten kann, wenn sie unten draufstehen.
Kriecher können nicht reinkommen, Hunde können auch nicht reinkommen, es sei denn, die würden den Woodlock Spy kaputt machen, aber das wird nicht passieren. Das System ist ziemlich narrensicher. Natürlich vorausgesetzt, dass man oben dann auch noch einen Spider-Stop hat und so weiter. Damit die Biester nicht reinkommen können. Das werden wir dann aber sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt mache ich mal eben erstmal kurz den Mix. Der sollte recht fix gehen. Concrete Mix, Zement oben rein, Gravel da drunter und gib ihm. Ja, damit hätten wir schon mal die erste Lage und die erste Umrandung fertig, wenn 7x7 sind. Eieieiei. Ja gut. Super, Bacon und Eggs sind da. Die Eier kommen wieder rein. Der Rest davon auch. Ich habe ja noch echt viel Teller. Oder hätte ich mir mal. Ich werde mir noch mal Fackeln herstellen, aber jetzt gerade nicht. Das hat jetzt nicht die oberste Prio. Papier nehme ich mal mit. Ich muss ein bisschen Ordnung hier reinkriege. Da ist ja schon ein bisschen was drin. Alles wunderbar. Iron Pipe. Short Iron Pipe. Ist mal gespannt, wie viele rauskommen. 480 Stück. Okay. Ich weiß gerade nicht auswendig, was ein Rebar Frame Ressourcen braucht. Aber das werden wir dann sehen. Ich habe auf dem Weg hier mal zwei Zombies noch getötet. Nicht, dass ihr euch wundert, warum der Counter anders ist. Okay, Eisen ist schon mal nicht so schlecht, vor allem alles, was da noch auf dem Feuer ist. Und der grobe Plan ist, die Nacht jetzt noch durchzucraften, mitzunehmen, was geht, alles fertig zu machen, Munition herzustellen, Essen haben wir, Trinken haben wir. Ich brauche dann nachher nur noch mehr Steine, aber die kann ich mir holen. Ja, ja, doch, ich weiß schon. Steine kriege ich, wenn ich zum Beispiel jetzt in der Mitte von meiner zukünftigen Base mache ich einen Gang nach unten bis zum Grundgestein, bis zum Bedrock runter. Und von da aus werde ich dann ein Höhlensystem machen, was vielleicht sogar rüber in die Hauptstadt führt, also in die Hub City, je nachdem wie groß sie ist. Dann hätte ich halt eine direkte Verbindung und könnte unterirdisch in die Stadt rein und dann looten und wieder zurück. Muss ich mal schauen, ob ich das mache. Wenn, dann mache ich die Buddelei aber auch außerhalb der Aufnahmen, weil ich glaube, drei Folgen dabei zuzuschauen, wie ich Steine wegkloppe, ist auch nicht so im Sinne des Erfinders und ist für euch auch nicht so interessant. Von daher werde ich das so nicht machen. Ihr werdet dann nachher das fertige Endprodukt sehen, beziehungsweise wenn was Spannendes gewesen sein sollte, erfahrt ihr das natürlich. Gut, schieß. Pulver, die 20 nehme ich auch noch mit. Okay, die Iron Pipes sind da, super. Gunpowder. 10 Sekunden, das geht ja. Okay, das brauche ich erstmal nicht. Auch die kann ich mal mitnehmen, da kann ich mal die Pickaxe gleich reparieren. Das ist auch schon mal fertig. Ich brauche da noch eine Schaufel und eine Gardening Hoe. Da werde ich auch direkt den Garten anlegen. Ich mache sogar einen Dachgarten wieder. Muss ich mal schauen, wie ich das mache. Okay. Rebar Frames. 8 Stück pro Frame. Mache ich das Ganze gerade für 60. So. Ja. Ich werde einige brauchen. Gut, wir produzieren das erstmal so. Dann hole ich mir noch Papier. Ein bisschen LED müsste ich inzwischen auch haben, richtig? Richtig. Ja, dann mache ich mir hier noch eine andere Mold rein und nutze die Forge, solange die anderen beiden noch so elendig lange brennen hier. Ich glaube, ich mache noch eine zweite Iron Mold.
kurz zurück. Zwei Sekunden muss ich das mal eben einschieben hier. Okay, und wieder über Frames. Die Hälfte her. So, muss ich das erstmal so aufteilen, aber Hauptsache es wird in allen Watt produziert, damit hier nichts irgendwie einfach nur rumliegt. Essen, Trinken, Fett ist noch da, okay. Aktuell kein Brennmaterial mehr, aber wird sich auch noch legen. Ich habe ja genug Woodlock Spikes, beziehungsweise Woodlocks. Und Spikes werde ich auf dem Weg nach drüben produzieren. Jetzt warte ich erstmal, dass die Nacht kommt. Und dann möglichst schnell vorbeigeht, soll ich noch ein paar Steine irgendwo kloppen gehen. Und erstmal was trinken. Bevor der Kollege ja gleich vor Durst zusammenbricht. Habe ich hier irgendwo eine Klippe direkt in der Nähe, dann nehme ich noch ein paar Steine mit. Es gibt Strom im Spiel. Man sieht, es ist Strom im Haus. Und jetzt sind denn unsere Frames? Noch 14 Sekunden. Ne, das sieht mir nur nach Erde aus hier. Erde und Gras und Lehm ist da und nichts Steiniges. Ach, ich habe ein kaputtes Bein. Wieder vergessen. Das habe ich schon wieder vergessen. Was hat denn, steht da einer rum? Oh ja, zwei. Ja, Quatsch. Ich finde das so lustig. Die Gummizombies. Painkiller ohne Ende. Nee, da sind leider keine Steine. Shovel, machen wir uns mal eben ein schönes Schäufelchen. Hoffentlich eine gute. Ja, das reicht. Sollte reichen. Okay, dann... Munitionsproduktion. Danke, Hase. 5 und 2. Fantastisch. Ja, die Stadt ist inzwischen ruhig. In 3 Tagen kommt die Hundehorde. Bin mal gespannt, ob ich bis dahin fertig werde. Mit dem, was ich da vorhabe. Kann ich nicht aus dem Destroyed Stone hier auch? Ist doch nicht Destroyed Stone, ne. Was ist denn das hier, wenn ich das abbaue? Wird halt Dirt auch, okay. Kriege ich da nicht irgendwas raus? Ich glaube Gravel, ne? Da kann ich die nicht auch in eine Forge schmeißen. Was haben die denn? Cinderblocks, Material Stone, doch. Dann müsste ich da ja Zement rauskriegen. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Das hört sich gut an. Und hier ist noch ganz viel Gravel im Boden, ne? Sieht zumindest so aus. Ja, das ist Gravel. Ich brauche halt noch ein bisschen Zement, das wäre ganz gut.
An der Straße beißt man sich echt die Zähne aus hier. Ja, was ist denn das? Das war Asphalt, ne? Ja, da steht nichts von Forging Material. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Na, gucken wir mal oben. Eine kleine Materialkunde hier in dem Spiel. Man lernt nie aus, man lernt nie aus. Und Iron Ingots. Ja, ja, ja. 40 Hasen inzwischen, mein Gott. So, da ist noch ein bisschen Gravel. Zement Mode. Ich schmeiß die einfach nochmal rein hier. Und dann gucken wir mal, ob wir den Asphalt auch verfeuern können. Nee, funktioniert nicht. Aber die Steine, oder? Auch nicht. Oder muss ich hier noch irgendwas ändern? Nee. Okay, dann kann ich aus den Cinderblocks wirklich, glaube ich, nur Gravel machen, ja. Schade. Ja gut, ein bisschen Zement habe ich ja noch. Das heißt, wir können noch ein paar Concrete Mix herstellen. Und dann machen wir hier einfach mit dem Eisen weiter. Wo ist das hin? Da auf dem Boden. Ich denke gerade schon. Warum zur Hölle liegt das auf dem Boden? Gut, Iron Ingots en masse hier. Ich nehme mal rein. Lamp of Clay nehme ich mit für die neuen Forges. Da brauche ich sowieso Steine. Dann ein bisschen Gunpowder. Okay, dann Munition. Shotgun Shells, endlich. Erstmal ein Muster. Und danach Massenproduktion. Gut. Den Kehltunnel baue ich mal wieder ab. Drei sind da noch drin, da sind noch zwei drin, da sind noch fünf drin. Okay, dann kommen hier nochmal drei Stück rein. Und der braucht noch massenhaft. Gut, Munition ist am Start. Das Doll. Guck mal mit da rein und die LED-Ingots da unten rein. Dann wissen wir da schon mal Bescheid. Okay, das habe ich. Schaufel habe ich auch. Ja, dann würde ich sagen, ein bisschen herschieben. Asphalt brauche ich leider nicht. Der ist mal total fehl am Platz. Ja, doch, die nehme ich auch mal mit. Super. Weapon Repair Kit habe ich auch irgendwo gesehen. Von meiner Unordnung hier. Da. Oh, schon wieder fast zwei Stacks voll und da schlummert noch ein bisschen was. Ein Eisen. Ich hoffe, dass es reicht. Also mit den 61 Stück komme ich jetzt schon mal. Ja, ein bisschen weiter. Da muss er mindestens 4 hoch werden. Ja, da brauche ich noch ein bisschen was. Und ich würde gerne den Spider-Stop aus diesen, ja, ich sag mal, Gefängnisgittern herstellen. Und hier oben geht es gleich hin. Ich könnte mal ein bisschen da erkunden noch, was da ist. Und hier ist ja auch noch ein bisschen was gelagert. Unserem ehemaligen Startpunkt. Da haben wir es in die Hauptstadt nicht allzu weit. Mir rüberlaufen. Ich weiß halt nicht, ob dieses Biom jetzt hier aufhört oder ob die Grenze irgendwo hier lang läuft. Na, das müssen wir dann nochmal gucken. Wenn wir uns hier niederlassen, können wir uns rein theoretisch ja doch einen Tunnel bis hierhin graben und dann, ja. Rein theoretisch. Da muss ich mal gucken, ob ich da Lust zu habe. Wahrscheinlich bin ich fast fertig und dann kommt die Alpha 12 rein und der Spielstand ist nicht mehr kompatibel. Ich sehe das schon.
So, Munition ist in den letzten Zügen. Zumindest für die Shotgun, für die Pistole mache ich jetzt erstmal nichts. Shotgun reicht erstmal. Das ist eine bessere Wahl gegen Hunde, muss ich sagen. Gut, dann geht's weiter, Rebar Frames zu produzieren. Beziehungsweise mache ich mal eben einmal kurz die Shotgun wieder heile. Oh, hat alles gebraucht. Gut. Ach, da haben wir schon ein paar. Zement ist da. Ja, da bleibt jetzt erstmal übrig. 29 Concrete Mix, da brauche ich noch wesentlich mehr. Massig mehr. Das geht so leider gar nicht. Woodlocks. 128 Spikes. Und der Rest sollte für Frames und für Woodplanks reichen. Falls nicht. Ach, da ist noch einer. Das reicht dann auf jeden Fall. Schon mal da rein. Maple Seeds oder Cotton Seeds brauche ich nicht. Alle Strips. Gut, Munition, Wasser. Ich habe alles kreuz und quer hier. Bitte seht mir das nach. Ich möchte jetzt so möglichst schnell rüber und habe jetzt gerade auch ehrlich gesagt keine Lust hier irgendwie zu was zu sortieren. Drei Taschen damit, dass man die nicht irgendwie kaputt machen kann. Ja gut, wir machen es so. Ich lasse auf jeden Fall eine hier. Als Reserve. Oder zwei. Eine nehme ich mit. Ups. Was soll ich es tun? Na gut, komm. Ich mache aus dem Bett. Oder aus dem Häuschen hier meinen aktuellen Unterschlupf. Ups, ich darf halt nur nicht vergessen, hier oben da liegen noch ein paar Sachen drin. Ich weiß gar nicht mehr was, aber irgendwas habe ich da in die Schränke reingelegt gehabt. Müssen wir die Folge nochmal angucken, die erste. Um zu schauen, ob das sinnvoll ist, das da rauszuholen oder nicht. So, Lead Ingots haben wir auch eine ganze Menge. Forged Iron, ziemlich viel. Short Iron Pipe. 648 Stück. Gut, meine Lieben, wir sind schon am Ende dieser Folge. Ich werde offline weiter craften, bis ich die Rebar Frames zusammen habe und bis das meiste Zeug hier durchgelaufen ist, das alles nicht. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und wenn ihr Lust habt, schaltet auch nächste Folge wieder ein. Kill Count hat sich heute nicht sehr viel getan. 3 Stück, 436. Aber so Folgen gibt, muss es ja auch geben, ne? Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.